In der Stadt Kloppenburg durften die Bürger gleich dreimal wählen. Besonders spannend war das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Posten des Bürgermeisters in der Söste Stadt zwischen Amtsinhaber Wolfgang Wiese und seinem Herausforderer Stefan Riesenbeck. So, das war's. Nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten zog es an die Urne. Nur knapp behauptete sich Dr. Wolfgang Wiese von der CDU mit 52,6% gegen den SPD-Kandidaten Stefan Riesenbeck, der 47,4% der Stimmen erhielt. Also ich hatte immer damit gerechnet, dass es eng wird, weil einfach der Amtsinhaber hat keinen Amtsbonus, sondern ich bin der Auffassung, er hat einen Amtsmalus. Das ist in vielen anderen Wahlen auch schon so eingetreten. Und darum die Themen, die wir als kritisch in den letzten Monaten behandelt haben, haben doch viele, ich sag mal, Wähler auch dazu gebracht, nicht unbedingt den Amtsinhaber zu wählen. Weil wenn man nach vorne tritt, dann tritt man auch manchen Leuten auf die Füße. Und darum hatte ich schon damit gerechnet, dass es eng wird. Aber zum Schluss ist es doch verflixt eng geworden. Ich bin mehr als überrascht und begeistert. Ich bin begeistert von den Kloppenburgern. Ich bin begeistert von meiner SPD. Deutlich ist, dass die Kloppenburger mit der jetzigen Politik fast mehrheitlich nicht mehr einverstanden sind. Und das ist ein deutliches Zeichen. Ich hoffe, dass Herr Wiese dieses Zeichen versteht und sagt, ich gehe mal auf die Bürger zu, ich mache mal bürgernahe Politik und versuche, das zu tun, was die Bürger auch wirklich wollen. Landratskandidat Johann Wimberg gab schon kurz nach 9 Uhr in der Früh seine Stimme ab. Dabei zeigte er sich zuversichtlich, die Wahl zu gewinnen. Aber erst gegen 21 Uhr stand das vorläufige amtliche Endergebnis fest. Für Johann Wimberg von der CDU stimmten 70,1%. SPD-Kandidat Detlef Kolde bekam 24% der Stimmen und der Dritte im Bunde, Clemens Poppe von der FDP, schaffte knapp 6%. Auf jeden Fall erleichtert. Also mir fällt natürlich ein Stein vom Herzen. Man ist mit Anspannung dabei heute den ganzen Tag, heute Abend vor allen Dingen. Und jetzt dieses grandiose Ergebnis, über 70% gerade, das ist, daran hatte ich nicht zu träumen gewagt. Tolles Ergebnis. Ich freue mich natürlich riesig. Ja. Also für meine Partei bin ich zufrieden. Wir haben jede Menge Stimmen geholt. Und wenn ich für den gesamten Landkreis Kloppenburg sprechen kann, haben wir auch ordentlich zulegen können. Man bedenke, dass wir es fast geschafft hätten, in unserer Kreisstadt den Bürgermeister zu stellen. Leider haben wir in Löning keinen Bürgermeister mehr. Aber dafür haben wir Basel geholt und in Friseute kommen wir in die Stichwahl. Mein Ziel war, ich wollte doppelt so viele Stimmen holen wie die FDP in der Europawahl, bei der Europawahl im Landkreis Kloppenburg. Das ist mir mehr als gelungen. Wir sind auf einem schwierigen Terrain im Moment mit der FDP. Ich habe versucht zu transportieren, dass eine Landratswahl eine Personenwahl ist. Ich glaube, das ist mir mit den begrenzten Mitteln, die ich hatte, ganz gut gelungen. Und ich fühle mich keinesfalls als Verlierer, sondern ich bin weiterhin im Kreistag aktiv. Die Wahlbeteiligung bei der Landratswahl lag bei 48,2%. Der neue Landrat übernimmt die Amtsgeschäfte am 1. November. Eines seiner Ziele ist die Stärkung der Marke Oldenburger Münsterland in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Vechta.